Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der EICMA 2019 am Stand von Honda im Adventure-Bereich. Wie ihr vielleicht sehen könnt, da steht dann Africa Twin, Cross Runner, da drüben auch der XADV, dieser Roller, Motorradhybrid, und ich sitze auf der neuen CB500X. Auch davon gibt es ja drei Stück, CB500R. Das ist die sportlichere Variante, CB500F, das ist das Naked Bike, und das ist dieses Adventure Bike, und angetrieben werden alle drei vom 471 Kubik großen Barrel Twin, der leistet exakt 48 PS und entwickelt ein Drehmoment von 43 Newtonmeter. Die Leistung hat sich natürlich nicht geändert, das Motorrad bleibt weiterhin perfekt für alle A2-Führerscheinbesitzer und Besitzerinnen, allerdings wurde sie im relevanten Bereich, wurde der Motor überarbeitet, wurde besser eingestellt und die Leistung um 4% verbessert, was immer das jetzt insgesamt auch heißen mag. Und es wird man vielleicht nicht unbedingt merken, aber man sieht, Honda hat den Motor eben einfach etwas besser eingestellt und fahrbarer gemacht, etwas potenter dort, wo man die Leistung auch abrufen will und muss. Was hat sich noch geändert? 19 Grad, 19 Zoll Vorderrad, ich glaube, wir müssen essen und trinken gehen. 19 Zoll Vorderrad haben wir ganz neu, ist wahrscheinlich die größte und entscheidendste Änderung. Da haben wir jetzt montiert den Dunlop Trail Max Mix Tour, heißt der. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen. 110, 80, 19, also 19 Zoll Vorderrad, eine Bremsscheibe, Nissin. Bremszangen, hinten natürlich auch eine Bremsscheibe mit Nissin Bremszangen. Sitzhöhe ist hier 830. Kommt man fast niedriger vor, weil auch hier das Motorrad relativ schmal ist. Mit 1,80 sitze ich total bequem drauf. 197 Kilo angeblich vollgetankt. Und eins muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich so die Daten hier herunterbete. Wir haben das immer wieder nachgeprüft bei Honda und das stimmt exakt. Also es stimmt eigentlich immer, es ist immer voll ehrlich. Also wenn ich das so sage, dann könnt ihr das auch für wahr nehmen. Auch hier kann ich nur den Bremshebel hier in der Weite verstellen. In 5 Stufen kennt man ja, es ist Standardhebel. Links Seilzugkupplung nicht. Ansonsten gibt es nicht viele Schalter hier. Ich habe nur vorne am neuen Display Select-Button und Set-Button, wie man das kennt. Da sehen wir schon, Durchschnittsverbrauch wäre das. Momentan Verbrauch schätze ich auch. Durchschnittsgeschwindigkeit finde ich ganz interessant auf diesen kleinen Motorrädern eigentlich. Überrascht mich ein bisschen. 30 km/h, das sind wahrscheinlich drei auf der Messe herumgefahren. Dann haben wir natürlich Tageskilometerzähler, Gesamtkilometer. Da drinnen haben wir die Ganganzeige in diesem Drehzahlmesser, Uhrzeit, und dann habe ich hier sogar noch einen Schaltindikator drauf, der mir anzeigt, wann ich schalten sollte, wann der optimale Zeitpunkt fürs Schalten erreicht ist. Mir ist es immer zu früh, ich ignoriere das. Und dann habe ich hier noch ein Windschild, da muss ich aber, glaube ich, Schrauben lösen. Also das ist jetzt von mir nicht bewegbar, ich habe hier zwar einen Griff, aber da muss ich, glaube ich, verschiedene Schrauben, und zwar fürchte ich insgesamt 4 lösen, um dieses Windschild, wie mir scheint, kippen zu können. Ich glaube, die Verstellmöglichkeit ist hier minimal, würde ich mir jetzt nicht unbedingt antun, aber ansonsten, ja, ein wirklich nettes Einsteigerbike. Im schon wirklich interessanten Hubraumbereich mit 48 PS, das heißt A2, ideal. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt essen beim 15. Video. Wenn ihr noch weitere 15 Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Unter anderem wird es vielleicht auch den Test der neuen 500er Palette geben, aber auch der 650er, ganz interessant. Und schenkt uns einen Daumen hoch, hinterlasst uns einen netten Kommentar. Auch wenn ihr nicht A2, nicht mehr den A2-Schein habt, wäre das eine Option für euch, weil ihr sagt, mehr braucht kein Mensch. Das Motorrad kennt eigentlich alles, was ich mir so wünsche. Ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Arrivederci.